So, jetzt noch schnell hier hoch springen und über den Ring drüber und... Oh, was? An der Stelle sterbe ich? Oh, nee, das gibt's nicht. Okay, nee, das machen wir nochmal. Das geht gar nicht, an so einer Stelle sterben. Also, wir haben zwar Gold, aber... Ja, herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge. Wir machen das Ganze nochmal. Ich habe zwar schon Gold gehabt, aber... ja, die Stelle konnte ich euch wirklich nicht antun. Aber, ja, die Runde ist heute sehr interessant. Es ist sehr langwierig. Es hat zwischendurch auch ein bisschen langweilig, weil es ist heute eigentlich recht einfach. Und, ja... Ihr solltet es eigentlich recht schnell schaffen. Das Problemturm ohne Ende ist natürlich immer sehr, sehr langwierig. Und man braucht lang, um irgendwie in die Meterzahlen aufzusteigen. Einfach, weil es halt nur die Höhe ist. So, wir sind schon durch den ersten kleinen Teil durch. Das hier ist die erste kleine Pause, die wir haben. Einfach direkt hoch. Jetzt hier abspringen an der Wand. Rüber, weiter rüber. Hier aufpassen, immer, man springt manchmal recht gern über die Bumper drüber, aber auch hier gilt wieder wie beim Turm ohne Ende immer die Regel, die Looms lügen nicht, das heißt einfach immer alle Looms mitnehmen, dann solltet ihr eigentlich nicht sterben. So, hier rüber und ihr seht, wie ich auch den Controller halt eben immer in die Richtung drehe, wo wir gerade laufen ungefähr. Damit hat man eigentlich am meisten oder am wenigsten Probleme. Und wenn man auf den Bumper drauf ist, dann am besten kurz loslassen. Das, gerade bei weiten Strecken kann das nämlich durchaus durch die Flugbahn beeinflussen. So, den nehmen wir auch nochmal. Hier drauf, drüber, rüber. Und wir haben schon die ersten 400 Meter. Hier ein bisschen aufpassen, weil, ja... Sie kommen halt von der anderen Seite. Wenn man hier einmal zu wenig springt, dann rennt man halt komplett in die Dornenranken rein, was daraus schmerzhaft sein kann. So, nächste Pause. Und wir kommen ins dritte Level jetzt hier. Von diesem hier. Jetzt wird es langsam halt eben ein bisschen mehr diese Reaktionsspielereien. Das heißt immer hinher, hinher. Aber auch noch kein großes Problem. So, hier wieder ein Weitersprung. Drüber. Hier wieder der schnelle Klick und wir haben 600 Meter. So, einmal drüber. Jetzt kommen wieder diese Karate-Sprünge. Langsam drüber, 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 drüber. Solltet ihr einmal hier den nicht optimalen Zeitpunkt erwischen, um durchzuschlagen, dann einfach ja noch einen Propeller einsetzen. Dadurch kann man viel ausgleichen, auch wenn man den Bumper nicht ganz perfekt trifft. Einfach kurz nochmal korrigieren, dann soll es eigentlich recht gut gehen. So, nächste Pause. Nochmal das gleiche, nur diesmal von der anderen Seite. Wir haben 800 Meter. Hier wird der Point rüber. Rüber, rüber, rüber. Da bin ich zweimal gestorben an dieser Stelle. Manchmal trifft man diesen einen Bumper hier nicht direkt schön. Und ja, hier hoch. Rüber, hier hoch und durchschlagen. So, weiter. Rüber, rüber, rüber. Nochmal. Ja, auch durchschlagen. Und jetzt haben wir den Goldbereich geschafft. Wir rennen hier drüber. Hier bin ich, an der Stelle bin ich vorher gestorben. Und ja, das fand ich dann durchaus. Also die Stelle ist nicht schwierig, bis dahin ist es eigentlich echt einfach. Und ja, ihr solltet es eigentlich auch ohne Probleme bis dahin schaffen. So, rüber, rüber, rüber. Immer schön reagieren. Hier durchschlagen, jetzt kommen die Ringe dazu. Da einfach möglichst schnell am Abspringen gleich gucken, wo ist dann mein nächster Griffpunkt, in den ich rangehen kann. Durchhauen. Hier nochmal. Wir gehen rüber. Gehen über den Bumper. Rüber. Wieder das gleiche. Alter, ja. Heute hat Zufallsgenerator wirklich es gut gemeint mit uns. Bei der Zusammenstellung des Levels. Schnelle Reaktion, Schlag. Und hier habe ich mich dann vor der Rand.
Ja, also ihr seht, heute kann man eigentlich durchaus was reißen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen hoffentlich dann bei einer direkt besseren Daily Challenge. Das war Daily Challenge Extreme und bis morgen. Ciao.